Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Filmfest Spezial. Wie jeden Monat wollen wir Ihnen die Filme vorstellen, von denen wir glauben, dass es sich lohnt, dafür ins Kino zu gehen. Bei Kino reden wir auch in dem Rahmen dieser Sendung natürlich wieder um Filme, die jetzt nicht unbedingt durch großes Blockbuster-Budget oder große Werbekampagnen aufgefallen sind, sondern die eher versuchen, mit Aussage oder Inhalt zu punkten. Und ja, für den Monat Mai haben wir uns folgende Filme angeguckt. In dem Drama Das schönste Paar kämpfen Malte und Liv mit den Nachwirkungen eines Überfalls. Das deutsche Drama All My Loving. Nur eine Frau erzählt die wahre Geschichte eines Ehrenmords in Berlin. Im isländischen Under the Tree eskaliert ein Nachbarschaftsstreit auf groteske Art. Und die französische Tragikomödie Familienfoto. Wir begrüßen Sie heute mal zu zweit aus dem Foyer des Raschplatzkinos, dem Programm mit dem bundesweit besten Kinoprogramm. Und ich war ja noch lange auf der Suche nach mal jemanden, der mich hier wieder auslöst an der Position vor der Kamera. Und ich habe endlich jemanden gefunden und ich hätte gar nicht so weit in die Ferne schweifen brauchen, weil Marcel, der jetzt hier neben mir steht und der das übernehmen darf, der arbeitet hier. Ja, ich arbeite hier als Projektionist oder Vorführer, wie man es auch nennt. Und wir kümmern uns so ein bisschen darum, dass die Filme halt auch laufen, dass die Projektoren laufen, dass die Säle ganz gut aussehen und ja, haben natürlich die Möglichkeit, hier so viele Filme zu gucken, wie wir wollen. Ja, und also du bist sozusagen berufsmäßig total dran am aktuellen Kinoprogramm und kennst dich aus und weißt, was läuft. Aber das ist nicht das Einzige, sondern du hast auch sowas studiert. Ja, ich habe während meines Bachelors im Medienmanagement auch moderiert, zwei Sendungen zu Filmen und habe da quasi im Studentenradio Ernst FM schon ja, im wörtlichen Sinne über hunderte Filme so ein bisschen geschwafelt. Ich glaube, im Rahmen dieser Sendung wird das ein bisschen professioneller. Ein bisschen pointierter, ja genau. Und da sind wir auch schon beim Thema. Drei Filmvorstellungen hat Marcel gleich übernommen hier in der ersten Sendung. Fangen wir mit der spannendsten Filmvorstellung an im Sinne von Agenten-Thriller ist es, das Ende der Wahrheit. Und, was sagst du, sollen wir uns den anschauen oder nicht? Ja, zunächst mal sollte man beim Stichwort Agenten-Thriller vielleicht noch darauf hinweisen, dass man nicht zu sehr an James Bond oder Jason Bourne denken sollte. Denn es geht hier um Martin Behrens vom BND. Der passt phonetisch jetzt nicht so in die Reihe und auch inhaltlich weiß der Film sich durchaus abzusetzen von den Blockbuster-Beiträgen, die wir aus den USA und Großbritannien ja so gewöhnt sind. In Deutschland sind wir auch eher die Täter-Opfer-Kriminologie im Tatort gewöhnt. Regisseur Philipp Leinemann traut sich jetzt aber mal, nicht nur Action und Spannung in seinen Thriller zu bringen, sondern auch Fragen zu stellen über eine Institution, über die naturgemäß natürlich wenig bekannt ist. Die Beantwortung dieser Fragen könnte aber durchaus Teile der Bevölkerung verunsichern. Das ist das Ende der Wahrheit. Ein NATO-Konvoi an der Grenze zu Afghanistan gilt Bahir als einer der meistgesuchten Männer in der ganzen Region. Wir folgen Ronald Zerfeld als BND-Agent Martin Behrens, aufrichtig überzeugt durch seine Arbeit, einen Beitrag zur Wahrung der nationalen Sicherheit zu leisten, auch wenn er sich damit manchmal am Rande der Legalität bewegt. Als er durch seine Ermittlung einen Drohnenangriff der Amerikaner gegen ein Terrornetzwerk ermöglicht, entsteht eine Spirale aus Vergeltung und Machtspielen, die den Agenten und sein Umfeld schnell in Lebensgefahr bringt. Dies ist zwar durchaus Teil seines Berufs, doch muss er sich bald ernsthaft mit der Frage beschäftigen, von welcher Seite diese Bedrohung eigentlich kommt und was zur Hölle tatsächlich los ist. Gott, steh uns bei. Wie bitte? Ich sagte, Sie könnten mir nicht mehr den Unterschied zwischen der Hamas und der PLO erklären. Ja, das muss ich auch nicht. Dafür haben wir Experten. Ja, die schon lange aussortiert wurden. Wer spricht denn hier noch Arabisch? Wir schreiben Gefahrenanalysen, die Sie in den Reißwolf stecken, nur weil Sie mit der derzeitigen politischen Agenda in Berlin nicht übereinstimmen. So sieht's doch aus. Hm. Der hatte seine Zeit. So ähnlich war es mit Ihnen auch. Sie können mich mal. Regisseur Philipp Leinemann inszeniert die knapp 100 Minuten äußerst dicht und schafft es, den Strudel der Korruption stets klar zu skizzieren und ohne dabei hölzern mit dem Zaunpfahl winken zu müssen. Die Figurenzeichnung wirkt zwar ein wenig aus der Klischeekiste gegriffen, das nützt dem Film aber eigentlich auch, um der komplexen Hintergrundstory besser folgen zu können. In einem guten Mix aus Spannung und Action orientiert sich der Film nicht an amerikanischen Vorbildern, sondern findet einen eigenen, authentischen Mittelweg. Was hat sie dir erzählt? Sie sagte, sie sei in einer großen Geschichte dran.
Es ist eine klassische Geheimdienstoperation. Die Besetzung, allen voran Ronald Zerfeld und Alexander Fehling, liefern einen überzeugenden Auftritt ab. Die Dialoge sind pointiert und die Intensität der Inszenierung spitzt sich beeindruckend zu. Ein deutscher Agenten-Thriller, der sich diesen Titel meiner Meinung nach voll verdient hat und dessen Spannung sich nicht mit dem Abspann in Luft auflöst. Das Ende der Wahrheit ist nicht nur aus Gründen der Unterhaltung absolut sehenswert. Warum tust du das? Ich hab's mal gewusst. Der Konflikt im nächsten Film ist gar nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen. Im deutschen Drama All My Loving geht es um drei Geschwister, deren Leben völlig unabhängig voneinander festzustecken scheint. Sie haben zwar mehrere Berührungspunkte, aber eigentlich bleibt jeder so für sich. Wir haben da Stefan, der mal Pilot war, aber nun nicht mehr fliegen darf. Julia scheint ihre Liebe immer mehr auf Tiere zu übertragen, anstatt in ihre Beziehung zu stecken. Und ja, das Nesthäkchen Tobias ist noch der normalste der drei, aber auch das scheint irgendwie wenig wünschenswert. Episodenartig werden diese drei Geschichten, diese drei Realitäten ohne viel Schnickschnack vorgestellt. Und warum das den Film so gut macht? Das erklärt Ihnen jetzt Klara Wignanik. Da seid ihr. Hallo. In dem Film All My Loving scheinen die Geschwister Stefan, Julia und Tobias an einem Wendepunkt in ihrem Leben angekommen zu sein. Stefan darf nicht mehr als Pilot fliegen. Trotzdem schleppt er Abend für Abend Frauen in einschlägigen Bars in seiner Arbeitsuniform ab. Julias Verlustschmerz geht so tief, dass sie ihre gesamte Liebe auf einen Straßenhund im Urlaub überträgt. Und Tobias? Tobias versucht es allen recht zu machen und scheint zwischen Kindern, Karriere, Ehefrau und dem pflegebedürftigen Vater schlicht und einfach unterzugehen. Episodenartig werden uns diese vertrackten Leben vorgestellt, welche jeweils schon nach einem eigenen Film zu schreien scheinen. Und doch können sie nicht ohne einander. Das macht das Ganze so gut. Die Normalität und das Menschliche hier schocken mehr, als es ein handfester Konflikt zwischen Geschwistern tun könnte. Da ist kein spektakulärer Streit, kein klischeereicher Zwist, sondern nur das ganz normale Leben, was mit aller Härte zugreift. Nero. Nero? Julia! Nero! Zu viel des Inhalts der drei Episoden möchte ich gar nicht verraten. Nur so viel. Was ist denn? Manche der Figuren, verkörpert durch großartige Schauspieler wie Lars Eidinger, werden den Wink der Veränderung verstehen. Anderen kann man es nur wünschen. Bewegend und ganz nah. All My Loving. Ab dem 23. Mai im Kino. Nichts. Doch komm, sag schon. Na, wenn ich mich nicht gekümmert hätte, dann wäre er gestorben. Fängt das schon wieder an? Bin ich jetzt schuld oder was? Nero. Da ist Nero. Nero! Wie viel hält eine Beziehung aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Drama Das schönste Paar. Nicht vielleicht, was Sie jetzt denken, denn hier geht es ganz sicherlich nicht um alltägliche Beziehungsprobleme wie die unveränderlichen Macken des anderen oder nicht zugedrehte Zahnpastatuben. Was das Paar Malte und Liv tatsächlich vor ihre ganz persönliche Zerreißprobe stellt, das verrät Ihnen jetzt Klara Wignanik. Für den Film Das schönste Paar muss man starke Nerven mitbringen. Das Paar Liv und Malte könnten glücklicher nicht sein. Doch ihre Urlaubsidylle wird brutal durch den Überfall von drei Jugendlichen zerschnitten. Das Martyrium endet damit, dass Liv vergewaltigt wird. Bilder, die kaum auszuhalten sind. 2 Jahre später scheinen sich die beiden langsam wieder auf etwas zuzubewegen, was man Normalität nennen könnte. Doch, wie es der Zufall will, trifft Malte auf einen der Angreifer und alles ist wieder da. Obwohl Liv einfach nur vergessen möchte, kann Malte mit dem Geschehenen nicht abschließen. So, einmal Shawarma. Glaubt man nach den ersten unerträglichen 10 Minuten den Schrecken hinter sich zu haben, so geht der Film dann doch erst richtig los.
und damit setzt er seinen Fokus genau richtig. Er schaut auf das Danach. Was macht so ein Erlebnis mit dem Menschen? Was macht es mit der Beziehung? Dabei bleibt der Film einfühlsam, schont aber nicht. Der Zuschauer kann selten durchatmen, denn der Film lässt immer wieder den Schmerz und die Ohnmacht der Figuren aufleben. Die intensive Bildsprache und das beeindruckende Schauspiel von Luise Heyer und Maximilian Brückner gehen dabei perfekt ineinander über. Zwischen den beiden herrscht eine Dynamik, wie man sie selten sieht. Warst du wieder bei der Therapeutin? Woher weißt du das? Stand im Kalender, lag auf dem Tisch. Seit wann guckst du in meinen Kalender? Der lag auf dem Tisch. Das ist kein Argument. Weißt du, ich finde, wir können nicht unser ganzes Leben vor etwas davonlaufen. Ich laufe vor nichts davon. Doch, das tust du. Nein, tue ich nicht. Doch, tust du. Doch. Okay, pass mal auf. Damals auf Mallorca, ja? Da warst du mein Malte, mit dem zusammen ich in der Scheiße gesessen habe. Ja, dumm gelaufen. Ich habe dir nie irgendwelche Vorwürfe gemacht. Aber dass du mir jetzt diesen Typen anschleppst, das ist total eine Nullnummer. Was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich dir nie davon erzählen sollen, oder was? Ja, zum Beispiel, das hätte doch mal Eier gehabt. So kann man sich den Emotionen des Films irgendwann nicht mehr entziehen. Man wünscht dem Paar das Unaussprechliche. Irgendeine Art von Vergeltung, sonst zerbrechen sie. Doch das kann ja nicht die Lösung sein, oder? Die Antwort? In dem nervenaufreibenden Drama Das schönste Paar. Ab dem 2. Mai im Kino. Der Mensch fühlt sich nämlich sehr gern schuldig. Weil wenn er was falsch gemacht hat, dann kann er sich auch vorstellen, das beim nächsten Mal wieder besser zu machen. Aber der Punkt ist, du hast nichts falsch gemacht. 2005 löste der Fall Aynur Sürücü Diskussionen zum Thema Ehrenmord aus. Die junge Berlinerin wurde von ihrem eigenen Bruder ermordet, weil sie ein westlicheres Leben führen wollte. Für die strenggläubigen Eltern und Geschwister eine Schande. Ihre Geschichte wurde nun von Sherry Horman verfilmt und zeigt den Weg bis hin zum Tod der Jungfrau. Warum sich das Drama auf jeden Fall lohnt, das weiß Seda Vada. Mein Name ist Hatun Sürücü, aber alle nennen mich Aynur. Sie könnte ich sein. Oder auch sie. Aber nee, das bin ich. Sie wurde von ihrer eigenen Familie umgebracht, weil sie zu westlich geworden ist. Aynur Sürücü's Geschichte ist bewegend. Sie wächst in engstem Raum in einer türkisch-kurdischen Großfamilie auf, wird jung verheiratet und muss sich dem Glauben und Willen ihrer Verwandten beugen. Nachdem Aynur, gespielt von Almila Bagriacik, einen kleinen Sohn bekommt und erkennt, dass sie sich ein anderes Leben wünscht, versucht sie den Traditionen zu entkommen. Sie trennt sich von ihrem gewalttätigen Mann, zieht aus und fängt eine Ausbildung an. Als sie auch noch ihr Kopftuch ablegt, ist sie die Schande ihrer Familie. Alle reden über uns. Sie kommen wie eine Deutsche. Wie ein Uch. Trotzdem hofft sie auf ein glückliches Familienleben. Fatal. An einer Bushaltestelle erschießt ihr kleinster Bruder sie. Zur Schande werden heißt, mit den Traditionen zu brechen. Diese Todsünde kann bei uns nur eins von beiden Geschlechtern begehen. Das deutschsprachige Drama Nur eine Frau überzeugt insbesondere durch die realitätsnahe schauspielerische Leistung. Wut, Trauer, aber auch Momente der Freude. Der Zuschauer fühlt in jeder Minute des Films mit. Einen realen Mordfall filmisch umzusetzen, ist nicht leicht. Regisseurin Sherry Horman hat es mit Bravour geschafft. Zwar mag das Thema für den einen oder anderen eher fremd sein, eine Empfehlung ist Nur eine Frau, aber allemal. Ich rede, ich lache, ich ficke, wann und mit wem ich will. Gesellschaftskritik oder besser gesagt ein nicht unbedingt beschönigender Blick auf Aspekte unseres Zusammenlebens werden in Filmen ja gern mit schwarzem Humor verkleidet. Wir kennen das vor allem aus Großbritannien, da hat man sich einen Namen mitgemacht. Da ist jetzt nicht nur Monty Python zu nennen. In den letzten Jahren haben wir uns aber auch immer öfter skandinavische Produktionen erreicht, die gesellschaftliche Themen ähnlich charmant und bissig verhandeln und das auf unterhaltsame Weise schaffen. Also mir fällt da spontan Adams Äpfel ein oder In China essen sie Hunde. Nun, im Mai bekommen wir einen isländischen Beitrag, der
die bürgerliche Vorstadtgesellschaft mal etwas anders verhandelt und uns die Schattenseiten unter dem Baum einer vermeintlichen Nachbarschaftsidylle aufzeigt und schnell eskalieren lässt. Under the Tree entführt uns in eine isländische Gemeinde, die nicht nur auf den ersten Blick auch wie das Abziehbild einer bürgerlichen Kleinstadt hierzulande wirkt. Ein junger Familienvater wird von seiner Verlobten beim Schauen eines intimen Sexvideos erwischt, kurzerhand rausgeschmissen und kommt bei seinen Eltern unter. Was ist los mit dir und Agnes? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nur echte Mistkerle betrügen ihre Frauen. Ich hab sie nicht betrogen. Ja, genau wie das Arschloch von nebenan. Doch auch hier kann er sich nicht vor Alltagsdramen schützen. Ganz im Gegenteil. Ein Baum im Vorgarten der Familie beraubt die Nachbarn kostbarer Stunden in der Sonne und bietet Anlass zum Unfrieden, dem alle Beteiligten scheinbar wenig entgegenzusetzen haben. Die Schlampe wird es wohl schaffen, sich aus dem Schatten rauszubewegen. Wenigstens achtet sie auf ihr Aussehen. Under the Tree vom isländischen Regisseur Hafstein Gunnar Sigurdsson zeigt uns mit herrlich trockenem und schwarzem Humor die Streit- und Gewaltbereitschaft einer verklemmten und frustrierten bürgerlichen Mittelschicht, die sich wie ein Virus verbreitet und am Ende vor allem an denen entlädt, die an dieser Dynamik wenig Interesse haben. Und hast du vielleicht meine Katze gesehen? Ob ich deine Katze gesehen habe? Ja. Nein, ist sie weg? Sie ist verschwunden. Ach, herrje. Das Setting und die Besetzung versprühen dabei stets ein authentisches Vorstadtfeeling. Da der Film aber auf positive Noten erstaunlich rigoros verzichtet, kann man Under the Tree als eine rücksichtslos bissige Darstellung eines destruktiven Bürgertums verstehen, die Fans von Satire, Groteske und schwarzem Humor ordentlich Spaß bereiten wird und einen frechen Blickwinkel auf einen Teil der Gesellschaft unserer Zeit liefert, inklusive interessanter Szenen. Wie wahnsinnig kann man denn bitte sein? Das ist doch längst nicht vorbei! Du kannst mich ruhig beleidigen, so viel du willst, aber wehe, du wagst es, meinen Baum anzufassen. Die inhaltliche Ausgangslage unseres nächsten Filmtipps klingt, als ob man es auch außerhalb von vorweihnachtlichen Supermarkt-Werbespots schon mal gehört haben könnte. Eine in alle Richtungen verstreute Großfamilie kommt nach dem Tod des Großvaters mal wieder zusammen und muss sich für die nun alleinstehende Großmutter mal ein bisschen zusammenraufen. Jeder hat aber nun inzwischen sein eigenes Leben, seine eigenen Probleme und Familienangelegenheiten im Zeitgeist des 21. Jahrhunderts sind ja nun auch immer nicht gerade hoch priorisiert. Wie es die französische Tragikomödie, das Familienfoto, nun aber schafft, diesen durchaus kitsch- und klischee-anfälligen Ausgangsplot in einen Film zu verwandeln, der viele Interessengruppen sicherlich berühren kann, das verrate ich Ihnen im nächsten Beitrag. Und uns gesagt, dass wir eine Lösung. Die Anzahl der mal mehr, mal weniger einschneidigen Alltagsprobleme, die in der französischen Tragikomödie Das Familienfoto verhandelt werden, kann auf den ersten Blick überfordernd wirken für einen nur knapp anderthalbstündigen Film, der sich neben seinem Drama auch mit Witz abrunden möchte. Los, sag's ihnen. Nein, sag du's ihnen doch. Komm jetzt, mach hier keine Nummer draus. Sag ihnen, was du zu sagen aber hast. Aber sie ist deine Mutter, du stehst ihr näher. Jetzt bitte sag du es. Komm jetzt, sag es. Du hast es ihnen doch unbedingt sagen wollen. Also was soll denn das sein, aber aufgrund der emotionalen Ebene ist es deine Aufgabe. Sag mal, was soll das hier eigentlich? Geht es darum, Oma in ein Altersheim zu stecken oder sowas? Nein. Doch, schon. In gewisser Weise. Cecilia Rouault, die in diesem Werk für Regie und Drehbuch verantwortlich ist, schafft es aber eindrucksvoll, die völlig unterschiedlichen Figuren und ihre Probleme allesamt authentisch darzustellen. Und auch wenn ein paar Nebenhandlungen durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, hat man Verständnis für alle Figuren und ihre ganz individuellen Stärken, Schwächen, Ecken und Kanten. Du drückst dich, wie du dich übrigens immer gedrückt hast. Das Gleiche mit deinen Kindern. Sieh dir deinen Sohn an. Ich meine, er ist erwachsen. Aber egal wo, er schmiert immer noch den Tisch voll. Von wem reden wir hier? Von Mao? Mao, hast du selbst erzogen schon vergessen? Ich bin übrigens hier. Ich kann euch hören. Wir alle können euch hören. Fasziniert hat mich dabei vor allem die Art, wie der Film mit Witz und ohne große Moralkeule auskommt und trotz der Schwere mancher Themen widersteht, auf kitschige Gesten oder übertriebene Gefühlsausbrüche zurückzugreifen oder zu mystifizieren. Stattdessen wird eine Akzeptanz für die großen und kleinen Probleme des Lebens und des Alltags transportiert, die lebensbejahend ist, aber zugleich die Schattenseiten unserer Existenz akzeptiert. Ich war mit meinem Zeug beschäftigt. Frauen,
bald. So vergeht die Zeit. Und eines Morgens wacht man auf und ist alt. Und so ist das Familienfoto tatsächlich ein Film, der viele Menschen zum Lachen bringen und berühren kann, ohne dabei aufdringlich zu sein. Hier können fast alle Zuschauerinnen und Zuschauer verschiedenen Alters und verschiedener Gruppen etwas für sich mitnehmen. Oma! Oma! Warte, nur einen Moment noch. Komm wieder zurück, ich bin fast fertig. Setz dich doch mal auf den Hocker da, ja? Und nicht weggehen. Warte auf mich. So. Nicht weggehen. Ich verrate Ihnen sicherlich keine Neuigkeiten, wenn ich Ihnen sage, dass man für gute Filme nicht unbedingt immer ins Kino gehen muss, auch wenn es natürlich besser ist. Aber die Filme, die hier liefen, die man dann vielleicht verpasst hat, kann man natürlich auch irgendwann auf DVD oder on demand inzwischen auch schon nachholen. Welche in diesem Monat neu kommen und wir schon mal im Programm hatten und sicherlich empfehlenswert sind, das verraten wir Ihnen jetzt. Der. Du bist mit einem Literaturunternehmer verheiratet. Und du mit einem Mädchen vom Lande ohne Mitgift. Wir sind verdammt, Liebling. Ich möchte an allem teilhaben und nicht wie eine kleine Hausfrau behandelt werden. Du wirst an allem teilhaben, versprochen. Das Biopic Colette erzählt bildstark und mit einer fantastischen Keira Knightley in der Hauptrolle vom Leben der 1879 geborenen Schriftstellerin Colette, ihrer Zeit als selbstbewusste Frau in vielem voraus war. Willi, ihr Buch wird die Welt verändern. Claudine! Claudine! Das Biopic Astrid über die schwedische Kinderbuchautorin war in diesem Kinowinter im Programmkino ein Publikumsliebling. Und zu Recht. Der Film entführt uns auf eine sehr feinfühlige Art in die Jugend Astrid Lindgrens und lässt uns spüren, wie und wo die junge Astrid ihre Erfahrungen und ihre Kraft gesammelt hat für ihre selbstbewussten Heldinnen und Helden ihrer Kinderbücher. Wir leben vom Land der Kirche. Du kannst dein Kind in Dänemark lassen, bei uns bleiben und alles vergessen. Ich soll also tatsächlich mein Kind im Stich lassen? Kurz vor Weihnachten im Kino leider ein wenig untergegangen, inmitten der starken Konkurrenz von tollen Dramen wie Astrid und Colette, ist der großartig erzählte und unglaublich rasante Die Poesie der Liebe. Nun endlich als Stream erschienen. Ich fühlte mich wie eine Motte, kurz bevor sie verbrannte. Ich weiß nicht, ob es der Alkohol war oder ob sie sich im Schlaf verwandelt hat, aber als ich aufwachte, war sie irgendwie anders. Du hast das allen Ernstes kommentiert? Aber sicher. Das Problem ist, dass sie mich einen Mann will. Ich habe jetzt schon keine Eier mehr. Ja, dann ist das vielleicht das Problem. Königin ruft also wie Giscards Frau. Oh, erreicht es! Ich liebe die einzige Frau, die ich nicht mit dem, was ich mache, schreibe oder denke, verflucht beeindrucken kann. Fahr nicht so schnell, mein Schatz. Wo ist er? Gleich da, machen Sie. Ich meine, mein Mann. Nur keine Langeweile. Oh. Oh. Warum weinst du? Weil er einfach so gut ist. Jetzt als DVD verfügbar ist der Dokumentarfilm Waldheims Walzer, der zurückblickt auf einen großen Skandal der 80er, als nämlich mit Kurt Waldheim ein ehemaliger Kriegsverbrecher österreichischer Bundespräsident wurde. Wer zu den eben gezeigten Filmen auch nochmal ausführlichere Besprechungen sehen will, kann sich gerne auf unserem YouTube-Kanal umschauen. Da gibt es diese Filme auch nochmal zu haben und da gibt es sicherlich auch einige andere gute Videos, die man sich mal angucken kann. Ansonsten finden Sie uns natürlich auch auf Facebook und Instagram und so weiter und können uns da mal ein Like da lassen oder ein paar Kommentare. Ansonsten war es das schon wieder mit unserer Sendung. Ich hoffe, wir konnten Sie in den letzten Minuten davon überzeugen, das Frühlingswetter im nächsten Monat durchaus mal verlassen zu können und ins Programmkino zu kommen. Ich denke, es lohnt sich hier und da auf jeden Fall im nächsten Monat. Nun folgen noch die Kurzvorstellungen der Filme, die es leider nicht ausführlich in unserer Sendung geschafft haben, die aber dennoch empfehlenswert sind. Wir verbleiben einfach und geben die Entscheidung für Filmriss oder Filmtipp an Sie weiter und wünschen eine gute Zeit und gute Unterhaltung. Mit viel Ruhe gibt der Dokumentarfilm zu jeder Zeit den Helden des Alltags im Krankenhaus die Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt. Und Regisseur Philibert schafft dieses mit viel Empathie und Würde. Er folgt Krankenpflegerinnen in ihrer Ausbildung und gibt darüber einen intensiven Einblick in die Verantwortung und die Bürde, die einen dieser Beruf abverlangt. Il faut tendre la peau. Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup. Je sers de cobaye, non, ou c'est la... Mais vous en faites pas, je suis pas le premier. Hein? Je suis pas le premier. Vous êtes mon premier. Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose. Et il y en avait beaucoup qui étaient en fin de vie aussi. D'accord. Et ça, vous l'avez vécu comment? C'était dur.
parce que voilà, c'était pendant les 5 semaines, j'ai pu voir au moins 5-6 personnes décédées. Et je trouvais que, enfin, pour moi, la mort, c'était un peu dur à l'affronter. Je pense qu'avec le temps, je fuyais un peu. Zu jeder Zeit ist ein intensiver Film, besonders ab der zweiten Hälfte, wenn die Krankenpflegeschülerinnen über ihre Erfahrungen sprechen. Und zu jeder Zeit ist nicht nur ein Film für Pflegekräfte, auch für alle anderen, die sich trauen, ein wenig hinter die Kulissen dieses schweren Berufs zu schauen. Die B206 ist keine normale Schulklasse und Ute Vecchio keine normale Lehrerin. Maximal 2 Jahre hat sie Zeit, um Flüchtlingskinder mit Klarheit, liebevoller Zuwendung und viel Geduld auf das deutsche Schulsystem vorzubereiten. Hast du schon was gemacht? Nee, ja. Du hast uns wunderbar unterhalten. Fertig. Und das findest du witzig. 3 plus 7 ist 10. Ich bin doch nicht Deutscher, dass ich so gut Deutsch kann. Wenn ich so gut Deutsch kann. Keiner ist hier da. Klasse Deutsch gibt einen ungeschönten Einblick in den Schulalltag einer Sprachlernklasse und gibt dem Thema Integration, Migration eine neue Perspektive. Dabei enthält sich Filmmacher Heinz Ziob jeglichen Kommentars, sondern beobachtet die engagierte Lehrerin Vecchio einfach bei ihrer Arbeit. Warum er das in Schwarz-Weiß tut, frage ich mich allerdings auch. 8 heranwachsende Jugendliche loten die Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft aus. Mit Sex, Liebe, Lust, Sadismus und Brutalität. Wer kommt am schnellsten? Wer kennt keine Grenzen? Und wie können wir das meiste Geld verdienen? Alles beginnt mit einem Spaß. Die Mädchen heben ihre Röcke und es dauert nicht lange, bis es kracht. Doch zunehmend werden die Jugendlichen selbst zu Opfern. Und aus dem anfänglichen Spiel mit den spießigen und verklemmten Alten wird bald gemeine Prostitution. Grenzen überschreitet auch der verstörende Film in seiner schonungslosen Darstellung. Er thematisiert eindringlich die bürgerliche Doppelmoral und das Zerschellen der Jugendlichen daran. Eddie erzählt die eigentlich wunderbar rührige Geschichte der 83-jährigen Eddie, die sich, nachdem sie ihre Tochter ins Altersheim gesteckt hat, noch einmal einen Jugendtraum erfüllen möchte, indem sie nämlich den Solven in den schottischen Highlands besteigt. Wir fangen mal ganz ruhig und schön gemütlich an. Alles okay? Aber irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass dieser Film mit ganz viel Unterstützung des schottischen Tourismusbüros gedreht wurde. Und bei Regisseur Simon Hunter merkt man auch, dass er früher Werbefilme gedreht hat. Leider können auch seine fantastischen Filmaufnahmen mit Drohnenflügen die etwas holprig erzählte Geschichte mit zugegebenermaßen sehr rührigem Plot nicht ganz retten. Ich bringe sie hoch auf den Gipfel. Sie schaffen das nicht. Bei der Berlinale und weiteren Festivals sehr geliebt wurde das kenianische Drama Supermodo, das eine ganz und gar ungewöhnliche Superheldengeschichte erzählt. Das Dorf der krebskranken Joe erfüllt ihr als letzten Wunsch quasi, noch einmal Superheldin sein zu dürfen. Aber leider heißt es auch bei Supermodo, Augen aufhalten oder auf den DVD-Start warten, denn Supermodo ist nur in wenigen Kinos in Einzelvorführung zu sehen. Soll ich dich mitnehmen? Ist das dein Auto? Gehört meinem Stiefvater. Weiß er, dass du es geklaut hast? Nein, ausgeliehen. Willst du mit? Am 30. Mai startet das mit Spannung erwartete Coming-of-Age-Road-Movie Roads von Sebastian Schipper, der unter anderem schon mit Absolute Giganten und Victoria bewiesen hat, dass er ein Meister seines Faches ist. Ich suche meinen Bruder. Hast du eine Aufenthaltsgenehmigung? Wir haben gerade so viele Probleme mit der Polizei. Wieso kommst du nicht mit? Dann bist du doch nicht von Marokko hierher. Hast du den Verstand verloren? Ich gehe nicht zurück zu Mom. Setz dich hin!